In World of Warcraft Vanilla benötigt man bzw. mindestens einer der Gruppe einen Zugangsschlüssel, um in manche Instanzen wie zum Beispiel Sholo oder den oberen Teil der Blackrock-Spitze überhaupt reinzukommen. Selbst die ersten Raids benötigen alle eine Zugangsquest. Im ersten Teil der Schlüsselreihe begleitet ihr mich sowie unseren Level 60er Furikrieger Egalnix und unseren knapp Level 50er Trollmagier namens Flickred in die Level 48 Plus Instanz namens Maraudon, welche sich in Desolace befindet. Dort holen wir den Schlüssel bzw. in diesem Fall ein Zepter, mit dem wir uns zu dem sogenannten Princess Run porten können. Dieses ermöglicht uns, die Hälfte der Instanz zu überspringen und nur einen gewissen Teil zu bewältigen, welcher für viele Leute der relevanteste ist. Unser besagter Krieger zum Beispiel bekommt dort von einem Boss seinen Best-in-Slot-Ring, welcher bis zum geschmolzenen Kern tragen wird. Auf die besten Items gehe ich aber am Schluss da nochmal kurz ein. Ach ja, wir machen das Ganze nur zu dritt, da wir einen Level 60er Krieger dabei haben. Normalerweise rennt man die Instanz natürlich zu fünft. Ich verlinke euch zudem in der Videobeschreibung eine Seite, bei welcher ihr alle Quests für Maraudon finden könnt. In diesem Video konzentrieren wir uns aber nur auf die Schlüssel- bzw. Zepter-Quest. Um besagte Quest also zu bekommen, lauft ihr ganz einfach in die Höhlen von Maraudon und haltet euch etwas weiter unten angekommen an den orangenen Part. Dort trefft ihr dann auf Kavindra, welche euch die Quest Legenden von Maraudon gibt. Bei dieser solltet ihr dann zwei Quest-Items sammeln, welche von zwei verschiedenen Bossen getroppt werden. Ihr geht jetzt einfach den orangenen Part weiter, bis ihr zum Instanzeingang kommt. Als kleiner Hinweis, wenn ihr die Quest Schlangenzunges Verderbnis macht, könnt ihr vor dem Instanzeingang die Fiole in dem orangenen, ich nenn's mal Weiher, einfach auffüllen. Wenn ihr also in der Instanz angekommen seid, folgt ihr ganz einfach dem schlauchförmigen Gang, bis ihr in dem Part die giftige Senke angekommen seid. Hinten rechts im Eck gibt es jetzt einen Mini-Wasserbereich, in dem sich Noxion befindet, welcher das erste Teil der Quest fallen lässt. Nachdem ihr diesen also ins Jenseits befördert und das besagte Item gelootet habt, geht es nochmal ein ganzes Stückchen weiter. Verlaufen könnt ihr euch eigentlich nicht, da ihr wie gesagt einfach dem schlauchförmigen Weg folgen müsst. Eine Abzweigung kommt jedoch, auf welche ich gleich nochmal zu sprechen komme, dort müssen wir nämlich die besagte Quest abgeben. Wir halten uns hier jetzt aber erstmal auf der linken Seite. Jetzt solltet ihr irgendwann in Schlangenzunge Sitz angekommen sein, besagter Lord Schlangenzunge droppt jetzt das zweite Item. Quest ist also erledigt und jetzt, ganz wichtig, nicht weitergehen. Ihr dreht jetzt um und geht zur besagten Abzweigung zurück. Ich zeige euch das Ganze jetzt im Hintergrund mal noch im Schnelldurchlauf. Wenn ihr hier jetzt weitergegangen wärt, würdet ihr beim anderen Instanzeingang von Maraudon rauskommen. Die Abzweigung bringt uns allerdings zum Questgeber, welcher uns das Zepter herstellen kann. Zudem könnt ihr von dort auch direkt den Princess Run starten. Ihr folgt jetzt einfach dem grünen Wasser, bis ihr bei Celebras, der Verfluchte, angekommen seid. Diesen müsst ihr jetzt umklatschen, bis er als erlöster Geist wiederkehrt und euch beide Quest-Items zum Zepter vereint. Das war's. Ihr könnt jetzt einfach den Weg weiterlaufen und noch den besagten Princess Run machen. Ich zeige euch jetzt aber noch, wo man das besagte Zepter benutzen kann. Vor der Instanz also wieder angekommen, wo wir uns vorher noch für den orangenen Part entschieden hatten, gehen wir jetzt einfach mittig durch und kommen in eine kleine Kammer. Dort könnt ihr mit einem Rechtsklick auf das Zepter das Portal ganz einfach beschwören und die Instanz betreten. So spart ihr euch auf jeden Fall eine Menge Laufweg. Die wichtigsten Items, welche ihr dort bekommen könnt und zu dem besten Slot bis zum ersten Raid sind, ist der besagte Schwarzsteinring für alle Nahkampfklassen, welcher von der Prinzessin höchstpersönlich fallen gelassen wird. Das Fokusschwert des Erfinders, welches für alle Hexenmeister grandios ist, sowie Gislocks supertechnischer Rundschild für Schamanen und Paladine, beide Items werden von Tüftler Gislock fallen gelassen und sind ebenfalls besten Slot bis zum ersten Raid. Ich empfehle zudem jedem Feraltruiden sowie Kriegern und Paladin-Tanks die Quest die Anweisung des Pariers zu machen, welche ihr im südlichen Teil von Desolace annehmen könnt. Dort bekommt ihr als Belohnung das Item Mal der Auserwählten, was wirklich ein grandioses Schmuckstück darstellt. Ich hoffe, euch hat der erste Teil meiner Schlüsselreihe gefallen. Ähnliche Videos zu den Blackrock-Tiefen, Sholo, UberS und anderen Instanzen werden auf jeden Fall noch folgen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch super gerne einen Daumen da. Ein Abo wäre natürlich auch ein Traum. In diesem Sinne, viel Spaß im Maraudon und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.